Oh, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial zu einer bestimmten Mod. Zwar geht es hier um die Computercraft-Mod, genau zu sein um die Turtles. Ich benutze aber die Mining Turtle und hier im Tutorial werdet ihr so Basics erfahren, wie das überhaupt funktioniert. Und ja, danach werden wir uns daran machen, ein Haus zu bauen mit der Turtle. Für Mining-Programme gibt es noch andere Tutorials von anderen Leuten. Wenn ihr wollt, kann ich hier nach auch noch eins machen zu einem Strip-Mine-Programm. Aber ich würde sagen, keine Zeit verschwenden. Anfangen. Lass noch mal kurz die Zeit setzen. Als erstes braucht ihr diesen Computer. Den macht man, indem man Bruchstein, nicht Bruchstein, eigentlich normalen Stein benutzt. Ich mal kurz. So. Normalen Stein mit einer Glasscheibe und Redstone. Mit dem Computer könnt ihr dann eine Turtle machen. Da braucht ihr nur Eisenbarren und eine Truhe. Dann könnt ihr mit dieser Turtle und irgendeinem beliebigen Werkzeug aus Diamant dann eine Mining Turtle, eine Digging Turtle und so weiter machen. Da gibt es verschiedene von. Je nachdem, was ihr wo dran tut, erscheint dann eine Spitzhacke oder was weiß ich, rechts und links an der Turtle. So. Was kann diese Turtle? Die kann so einiges. Ich suche mir gerade eine schöne Fläche aus. Kann ich das machen? Und nicht zu schäbig aussieht. Sagen, hier geht eigentlich. Ja. So. Dann wollen wir mal gucken. Also, ihr bekommt als erstes dieses Menü, wenn ihr Rechtsklick auf die Turtle macht. Das kann ich mal auf. Also gleich. Ja. Und ich habe eine E-Mail bekommen. Schön. Also. Der Bau der Turtle habe ich euch gezeigt. Jetzt kommen so die Grundfunktionen. Die erläutere ich euch, indem ich hier Lua eingebe. Das ist Lua Prompt. Damit funktioniert die ganze Turtle an sich. Hier gibt man zum Beispiel Befehle ein wie Turtle.up. Da muss man immer eine Klammer setzen. Und hier kommt direkt die Meldung: Out of Fuel. Ja, es braucht nämlich auch Treibstoff. Gehe ich mal auf Turtle.defuel. So, jetzt kommt der True. War also richtig, da war was drin gewesen. Mache ich Turtle.up. Und ui, es hat sich nach oben bewegt. Wow. Punkt down. Und es geht nach unten. Funktioniert das Ganze. Schon ganz praktisch. So. Starte ich mal hier. Jetzt. Ich habe euch schon mal gezeigt, das Ding kann sich bewegen. Man kann auch. Moment. Wir wollen ja, dass es sich bewegt. Turtle.forward. Dann bewegt es sich eins nach vorne. Turtle.turnRight. Bewegt sich nach rechts. Selbe nochmal. Bewegt sich nach rechts. Und wenn ich jetzt so mache, kommt er wieder zurück. Kann ich wieder machen, dass es sich zweimal nach rechts dreht und schon steht es wieder nach vorne. Also, das Ding kann nach oben, dann nach unten. Kann sich bewegen, es kann sich drehen, kann aber noch mehr. Jetzt mal hier eine neue hin. So. Manchmal Teil.dig. Es hat den Block abgebaut. Das geht auch damit. Das ist ganz schön praktisch, vor allem für Strip Mining. Aber wie gesagt, das kann ich in einem anderen Tutorial dazu machen, wenn ihr das wollt. Weiß ich, ob ihr das wollt. Jetzt machen wir uns mal langsam an die Sache. Also, das erste, was ihr tun müsst, damit das überhaupt gespeichert wird, ist, ihr müsst diese Turtle benennen. Macht, indem ihr Label Set benutzt. Nennen das hier jetzt einfach mal YouTube. So, diese Turtle heißt YouTube und wenn ich sie kopiere,
erhalte ich hier nochmal dasselbe. Kann ich jetzt auch abbauen. Das hier kann ich wegwerfen. Und jetzt habe ich hier wieder dieselbe. So, das braucht ihr, um Programme zu erstellen. Ein Programm führt immer wieder Befehle aus, wenn ihr das eingibt. Dafür mache ich mal einen Test. Edit. Test müsst ihr dafür eingeben. Da könnt ihr einen beliebigen Namen wählen. Ihr könntet auch Edit 1, 2, 3 nehmen. Kann ich jetzt auch mal machen. Es wurde ein Programm erstellt, was 1, 2, 3 heißt. So, um euch das mal ein bisschen zu demonstrieren, was dieses Maschinchen so kann. Ich Punkt forward. Punkt turn right. Rechtschreibung im Englisch. Jetzt wieder left. Punkt turn left. Dann nochmal Punkt turn left. So, dann drückt ihr auf Steuerung, dann Enter für Speichern, dann nochmal Steuerung und dann geht ihr auf Exit. So, ich habe jetzt ein Programm erstellt, was 1, 2, 3 heißt. Als erstes natürlich nachfüllen. Die Fuel. So, Fuel Level ist 80. So, jetzt starte ich das Programm 1, 2, 3. So, das würde es jetzt wieder tun, wenn ich es wieder eingebe. 1, 2, 3. So, so funktioniert ein Programm. Ihr gebt etwas ein, es wird ausgeführt und ja, das war's. Jetzt habt ihr das Label gesetzt, eingestellt. YouTube, jetzt kann ich das hier hinstellen. Das heißt ja auch YouTube. Fuel. Und es kann auch den Befehl. Also beide Maschinen können diesen Befehl. Sind nämlich dieselbe Maschine, wenn man es genau nimmt. So, habe ich mir hier kurz was gemacht, weil wir gleich etwas machen wollen. Habe ich ja schon gesagt, wir wollen ein Haus bauen. So, was braucht man für ein Haus? Man bräuchte ein Fundament, man braucht die Mauern und wenn es geht, auch eine Etage, eine Abgrenzung dafür. Und man braucht natürlich auch ein Dach. In der heutigen Folge werde ich mich um alle Schritte kümmern bis zum fertigen Fundament. Davor kommen noch ein paar Erläuterungen zu Funktionen und ein paar Kommandos, die man benutzen kann, um sich das Leben hiermit einfacher zu machen. Fangen wir einmal ganz einfach an. So, wir haben jetzt 1, 2, 3. Er sich jetzt nicht bewegt, weil da nichts drin war. Ach. Hätte ich mir auch sparen können. Nochmal. So, es macht das. Macht das. So, jetzt sagen wir, das ist uns zu lahm. Wir wollen nicht jedes Mal 1, 2, 3 eingeben. Der soll jetzt fünfmal dasselbe machen. Gehen wir nochmal auf Edit. 1, 2, 3. Da sehen wir hier nochmal unsere Befehle. Jetzt fügen wir etwas Neues hinzu. Nämlich einen Vorbefehl. Ihr gebt ihr dann I ein, das kann auch alles andere sein, irgendein Buchstabe, den ihr wollt. Dann auf jeden Fall 1, Komma. So, jetzt wollen wir das fünfmal wiederholen, also zu mir da 5. Aber was auch wichtig ist, das Do. Das sagt dem Programm dann, das sollst du dann bitte machen. Das ist so Programmierstandard. Ich kenne mich damit nicht ganz so aus, ich habe es nur jetzt direkt so gelernt. Das schreibt man so, damit es ein bisschen deutlicher ist, wo jetzt eine Funktion anfängt und wo es aufhört. So. Ich mache mal das End weg, um euch was zu zeigen. So. Jetzt haben wir eingestellt, es soll fünfmal nach vorne gehen, also das hier nacheinander machen. Vorne, rechts, links, 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 vorne. So. Oh. Jetzt kommt so eine Nachricht, weil wir was vergessen haben. Steht BIOS 367. Dann String 123, das heißt, in dem Programm 123 ist ein Fehler aufgetreten. Doppelpunkt 9, Doppelpunkt. Das ist die Zeile, in der etwas nicht stimmt. Dann steht da End.
Expected to close for at line one. Das steht also, ihr müsst noch dieses for irgendwie beenden durch ein and. Also gehen wir wieder auf Edit, 1, 2, 3. Dann sehen wir in der Tat, ich, Dummerchen, habe ein and vergessen. Wenn ich jetzt 1, 2, 3 mache, bewegt es sich fünfmal so, wie ich es eingegeben habe. Das ist toll, oder? So. Also super gemacht. So, jetzt machen wir mal eine neue Turtle. Beziehungsweise ich kann einfach YouTube weiter benutzen. Ja, kann ich machen. Jetzt kommt so Standardgedöns. Das braucht man halt, um vernünftig mit einer Turtle arbeiten zu können. Dazu hat dieses Refuel. Ihr habt ja gesehen, ich muss jetzt eigentlich immer hier hingehen und dann Refuel. Das ist nervig. Also editen wir jetzt ein Programm. Das Programm wird später Haus heißen. Also es wird später unser Haus. Also geben wir jetzt Edit Haus ein. So. Jetzt geben wir einfach nur, um es zu zeigen, den Befehl Refuel ein. Also es soll nachfüllen. Also geben wir ein if turtle.get fuel level. Und dann ist kleiner als 200. Denn das ist wieder so ein if-Befehl. Das heißt, falls diese Bedingung erfüllt ist, also falls wir weniger als 200 Treibstoff haben, dann soll die Turtle den Slot, hoppala, 13 auswählen. Das ist der hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, Turtle.select 13. Jetzt wird Slot 13 ausgewählt. Dann Turtle.refuel. Damit wird er nachgefüllt. Und direkt danach Turtle.select 1. Damit man wieder mit dem Bauen anfangen kann. Nicht vergessen, if ist vorbei, also kommt da ein and hin. Speichern wir. Exit. Dann aus. Und wir sehen, schwupp, die Kohle wurde weggenommen und es wurde sofort wieder auf 1 geswitcht. Es hat sich gemerkt, wir haben unter 200 Treibstoff, also nehme ich alles an Kohle, was da unten ist, und benutze das. Das hat Spucken. Ja, hat mich vertan. So, okay. Jetzt gehen wir schon einen Schritt weiter. Eine Funktion können wir nämlich auch erstellen. Das erleichtert uns die Arbeit immens. Wie das geht? Einfach. Wir gehen wieder auf Edit House. Jetzt haben wir hier das zum Nachfüllen, dieses Refuel. Können wir auch in eine Funktion verpacken, indem wir Function eingeben. Dann, wie wir das nennen wollen. Ich nenne das jetzt mal Refuel und dann eine Klammer. Jetzt kommt wieder dieses Gedöns mit den Leerzeichen. So. Jetzt ist die Funktion beendet. Also gehen wir hier auf End. Ich speichere mal kurz. Wir sind noch nicht fertig. Bitte. Toggle den Daumen voll. Okay. So, jetzt haben wir die Funktion eingebaut, dass es nachgefüllt wird. Jetzt geht es auch schon langsam in Richtung Haus. Jetzt fangen wir nämlich schon mal mit dem Fundament an. Also wir erstellen wieder eine Funktion. Ein Fundament. So, als erstes machen wir einmal Punkt ab. Das dient dazu, dass da kein Hindernis ist, falls da mal ein Block ist. Und die Turtle geht dann halt eins hoch. Und dann kommt jetzt der weitere Verlauf. For i gleich 1,10. Also für die Strecke von 10 Blöcken, beziehungsweise 10 Mal soll er das wiederholen. Do. Turtle.place down. Dieser Befehl ist dafür da, dass die Turtle das Item, was ausgewählt ist, in diesem Fall wird es Bruchstein sein, unter sich setzt. Und danach Turtle.forward. Damit die Turtle, nachdem sie das platziert hat, eins nach vorne geht. Für den For-Befehl ist es der Schluss gewesen, weil
Dann haben wir eine Linie geradeaus. Das heißt, wir haben eine Art Brücke, könnte man damit auch machen, die dann 10 Blöcke lang ist. Kann man auch länger machen, kann man kürzer machen. Ich lasse es jetzt bei 10, einfach mal fürs Beispiel. So, jetzt zeige ich euch mal kurz, was es macht. Deswegen mache ich hier ein AND hin. Jetzt können wir hier wieder aus. Und wieso klappst du nicht? Genau, habe ich ganz vergessen. Es hat jetzt nichts gemacht. Aber hier steht doch alles. Ja, hier stehen die Funktionen. Was wir jetzt noch tun müssen, ist einmal Refuel. Dann da, Mint. Jetzt merkt sich die Turtle nämlich, okay, ich habe zwei Funktionen gegeben. Die heißen Refuel und Fundament. Und, ach, hier steht, ich soll einmal Refuel machen und danach Fundament. Habe ich jetzt gespeichert. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. Es hat 10 Blöcke gebaut. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt wissen wir schon mal, das Haus ist entweder 10 Blöcke lang oder 10 Blöcke breit. Ja, toll. Können wir noch nicht so viel mit anfangen, ne? Also für mich. Danke, LKW. Ich stelle ihn wieder hier hin. So, wir haben jetzt gesehen, es hat refueled am Anfang. Also es hat sich hier Treibstoff geschnappt. Und danach ist es hochgegangen und hat eine Reihe von 10 Blöcken gebaut. Das reicht aber noch nicht für ein ganzes Fundament. Deswegen machen wir jetzt Turtle.turn weit. Oder? Dann dreht es sich einmal nach rechts. Dann soll es einen Schritt nach vorne gehen. Ich soll mal kurz zeigen. Hier war der letzte gewesen. Oder? Da stand die Turtle. Jetzt dreht die sich einen nach rechts und geht dann hier oben hin. So. Dann soll es sich wieder nach rechts drehen. Damit es schon mal wieder in die richtige Richtung guckt. So, jetzt haben wir das Problem. Jetzt steht die hier oben und guckt in diese Richtung. Toll, bringt uns ja nicht weiter, weil da fängt die Reihe eigentlich an. Und wenn wir jetzt wieder weitermachen würden, würde die ja hier anfangen. Würde nicht aussehen. Also müssen wir noch einmal Punkt Forward machen. Dann können wir wieder das Alte machen. For i gleich 1, 10, do. Turtle Punkt Place Down. Und Turtle Punkt Forward. Kommt hier ein And hin. Hier wieder ein And, weil jetzt haben wir die Funktion beendet. Und davor mussten wir noch das vorwenden. So. Aus. Vielleicht sollte es mit der ersten Reihe fertig sein. Und zack. So. Jetzt ist es hier. Da haben wir schon mal etwas mehr erreicht. Jetzt haben wir zwei Reihen mit 10 Blöcken gehabt. So ein schmales Haus möchte keiner haben. Wir wollen also ein breiteres Haus. Das heißt, wir dürfen es jetzt wieder nochmal etwas umgestalten. Edit House. Dann haben wir das mit dem Fundament. So. Refuel haben wir ganz oben. Es füllt also alles nach, falls Treibstoff nicht genug vorhanden ist. Dafür tun wir nochmal welches hier rein. Dann haben wir Bruchstein, damit es bauen kann.
Und jetzt stellt euch mal vor, wir müssten das hier mit dem Turn Right, Forwards, Turn Right, Forwards und dasselbe nochmal hier mit Turn Left 6-mal eingeben. Das würde endlos lang sein. Deswegen ersparen wir uns das, indem wir eine Funktion in einer Funktion einbauen. Deswegen machen wir jetzt die Function. Umdrehen 1. Punkt Right. Turtle forward. Turtle turn right. Und wieder Turtle forward. Die ist dann auch schon zu Ende. Dann machen wir eine zweite Funktion. Umdrehen 2. Ups, haben wir falsch gesetzt. Am Punkt Turn Left. Turn Forward. Punkt Left. Forward. Erfreut euch jetzt, was ich eingegeben habe. Das erste ist, es steht hier. Ich mache es jetzt einfach mal so. Da wurde das letzte hingebaut. Es steht hier. Es geht so. Hier drüber. Da fängt es hier wieder an zu bauen. Das nächste, was ich eingeben habe, ist, es ist hier fertig. Es steht hier. Dreht sich nach links. Geht nach vorne. Dreht sich wieder nach links. Fängt hier wieder an. Das habe ich jetzt eingegeben als Funktion. So, jetzt können wir das ja schon mal etwas vereinfacht hinschreiben. Nämlich. Statt diese vier Zeilen zu benutzen, machen wir einfach Umdrehen 1. Dieses End kommt weg, weil wir sind jetzt mit dem Fundament noch nicht fertig. Dann kommt hier Drehen 2. Jetzt sind wir zu Ende. Ist noch nicht das ganz fette Fundament. Das kommt gleich. Da kommt noch ein Zwischenschritt. Jetzt kann ich euch noch mal kurz erklären, was wir gemacht haben. Wir haben einmal die Funktion Refuel zum Nachfüllen. Wir haben die Funktion, dass es sich rechts rum umdreht. Und die Funktion, dass es sich hinterher wieder links rum umdreht. Dann haben wir die Funktion Fundament, wo es 10 Blöcke in eine Reihe platziert, nach rechts geht. Und dort dann 10 Blöcke zurück platziert, sodass wir zweimal 10 Blöcke haben. Und danach dreht es sich nochmal um, sodass es theoretisch wieder hier oben anfangen könnte. Das haben wir jetzt gemacht. Das heißt, sieht so aus. Baut die 10 Blöcke. Dreht sich um. Baut die nächsten 10. Dreht sich um und steht wieder auf der richtigen Position, um wieder anzufangen. Haben wir das super hinbekommen, oder? So. Habe ich keinen Bock, wieder eine neue Turtle zu bauen. Mal. Down. Turtle. Punkt. Down. Dankeschön. Liebe dich. Schon wieder Regen. So, wollen wir Lua verlassen, also gehen wir auf Exit. Dann gehen wir wieder auf Edit House. Jetzt sind wir schon so weit, dass wir die Richtungen schon mal richtig haben. Es baut einmal vor und dann baut es die Reihe danach zurück. Jetzt wollen wir, dass das Haus ein bisschen breiter wird. Das wäre schon ganz praktisch, finde ich. Deswegen geben wir jetzt ein. Hier vor, also vor diesem vor, Entschuldigung, das hört sich ein bisschen komisch an. Vor i gleich 1, 3, du.
Also ich habe jetzt eingegeben. Dass meine Turtle dieses Programm bitte dreimal wiederholt. Etwas unverständlich, ich weiß, ich erkläre es nochmal. Also, als erstes geht die Turtle 1 nach oben. Dann tut es dreimal diesen Befehl mit dem for i gleich 1 10. Also es macht dreimal diese zwei Reihen vor und zurück. Das heißt, wir haben sechs Reihen. Und ja, dann haben wir eigentlich ein gutes Fundament für das erste kleine Anfangshaus. Da braucht man nicht zu viel Kohle, man braucht nicht zu viel Materialien, man kann zum Beispiel Erde nehmen. Das haben wir dann ziemlich schnell geschafft. Also speichern wir das, verlassen, gehen auf Haus. Schauen wir an, ob es funktioniert. Zweite Reihe. Sollte es gleich an dem Punkt ankommen, wo es nach links dreht, genau. Und es hat schon wieder geklappt. So, jetzt ist es bei dem ersten Vorbefehl bei Nummer 2. Das heißt, wenn es mit dieser Reihe fertig ist, fängt es mit Nummer 3 an. Und dann kommt das letzte Mal, dass er sich so vorarbeitet. Dann sollte er zum Schluss hier in diese Richtung gucken. Hier. Ja, jetzt habe ich den vergessen, die Steine zu geben. Ich Dummerchen. Er hätte noch weiter gewartet. Ich habe ihn aber vergessen, die Steine zu geben. Die sind ja leider ausgegangen. Habe ich nicht bedacht. Da müsst ihr natürlich darauf achten, dass da genug Materialien sind. Sonst hört die Turtle einfach auf und das wäre weniger gut. Das heißt, weil es jetzt nicht geklappt hat und ich euch zeigen möchte, dass ich keinen Stuss erzählt habe, kann ich das Ganze nochmal machen. Ja, warum nicht? Eins versetzt. 60 wenigstens und es kann nachfüllen. Braucht ihr nicht nachfüllen, es setzt jetzt die Blöcke. Sieht man auch schön, es nimmt sich immer den Block, der da drin ist. Kann er auch nachfüllen. Das tut dem nichts. Was mache ich denn jetzt schon Zeit? Eigentlich nur warten. Ich kann ja schon mal sagen, was wir gleich machen. Also, er steht ja gleich hier. Ja, hier. Und da können wir den ja schlecht gebrauchen. Wir wollen ja wieder mit der Wand anfangen. Und dann machen wir gleich noch den Befehl. Das wird dann auch der Schluss vom Video, von diesem Tutorial. Teil 1, wohlgemerkt, dass er wieder hierhin zurückläuft und in diese Richtung guckt. Das heißt, er ist dann wieder auf Anfangsposition, nur dass er schon mal das Fundament fertig hat. So, hat es geklappt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt. 10 mal 6. Da kann man doch schon mal ein schönes Häuschen draus machen, hinterher. Ja. So, YouTube, gute Arbeit geleistet. Spaßeshalber baue ich dich mal hier drauf. Jetzt wollen wir noch, dass er zum Schluss zurückkommt. Edit House. Dafür erstellen wir jetzt eine neue Funktion. Platzieren wir direkt unter der Funktion zurückkommen, nicht zurückkommen, hier, um den 2. Die Funktion. Komm wieder. Ganz einfach. So, die Turtle schaut jetzt geradeaus und ist rechts neben den Stein. Also muss sie sich als erstes nach links umdrehen. Jetzt hat sie sich nach links umgedreht und schaut in die richtige Richtung. Jetzt muss sie sich noch sechs Blöcke bewegen. Also, for i gleich 1, 6, do Turtle.forward. So. Dann guckt es in die falsche Richtung. Es guckt dann halt nach links. Dann wollen wir, dass es wieder nach geradeaus guckt. Also Turtle.turn right. Das ist auch schon das Ende der Funktion. So. Da können wir jetzt in das Fundament einbauen.
dass hier einmal umdrehen 2 kommt. Und nach diesem End bauen wir dann noch. Komm wieder ein. Verständnis. Die Funktion Fundament wird hier beendet. Die Funktion, dass es dreimal gemacht werden soll, also dieses For, wird hier beendet. Die restlichen Kleinigkeiten, dieses For, hier beendet. Da kommt wieder ein Befehl, da kommt das vor, was hier beendet wird. Dann kommt der Befehl, komm wieder. Dann ist die Funktion auch am Ende. Speichern. Statten wir dich nochmal mit Stein aus. Und aus. Hoppala. Ihr seht, die Turtle kann schweben. Es macht also gar nichts, wenn ihr auf einmal in der Luft ist. Problematisch wird es nur, wenn irgendwas gegen die Turtle kommt. Dann bleibt sie nämlich hier stehen. Tut so, als würde sie nach unten bauen. Dreht sich um und macht dann weiter. Da habt ihr das hier sehr versetzt. Also da müsst ihr aufpassen, dass nichts im Weg ist. Deswegen auch mit dem Turtle ab. Da könnt ihr euch zum Beispiel das hier aussuchen. Da wird die Turtle hochgehen, wird die Erde hier mit gebrauchen. Dann geht sie hier hin und dann hier so weiter. Das würde nichts ausmachen, aber wenn ich das hier machen würde, würde das hier gegenlaufen und dann würde das nicht mehr funktionieren. Also man kann auch theoretisch Turtle Up zweimal machen, dann geht er zwei hoch oder drei und dann vier, dann müsst ihr eine Treppe zum Haus machen. Das ist dann aber euch selbst überlassen. So. Und jetzt kommt es wieder und dreht sich in die richtige Richtung. Das hat doch super geklappt, oder? Ja. Das ist dann auch schon Ende von Folge 1. Die nächste Folge gibt es dann Samstag. Samstag kümmern wir uns dann um die Wände vom Haus. Und das Dach. Und ja, vielleicht auch noch mehr. Vielleicht mache ich noch die erste Etage, dass die dann auch gebaut wird. Muss ich mir mal überlegen. Wahrscheinlich mache ich das. Dann das Dach. Das wird wahrscheinlich wieder so eine Folge, die 30 bis 40 Minuten lang ist. Und dann, ja, habt ihr eine Programmvorstellung? Nein, ihr habt ein Programm dann hinterher zusammengestellt, womit ihr euch euer eigenes Haus bauen könnt. Vom Fundament bis zum Dach. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst bitte Kommentare. Bitte auch schreiben, wenn etwas unverständlich war, wenn ihr noch zu irgendeiner Funktion oder so Fragen habt, weil ich so komisch gesprochen habe, weil ich das schlecht erklärt habe, was weiß ich. Einfach in die Kommentare hauen. Ich versuche es dann so gut wie möglich zu beantworten. Und dann hoffe ich, sehen wir uns Samstag wieder. Bis dann.